Ha, ich habe keine Ahnung von Fußball und ich muss auch sagen, ich habe keine Ahnung, wie genau. Ich brauche so eine mitbewegende Cam irgendwie. Bann ich bitte? Nee, habe ich keine Lust zu. Nein, ich bin nicht so der Fußball. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht liegt es daran, weil. Keine Ahnung, ich kann mit Fußball, glaube ich, einfach nichts anfangen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Wer ist View? View ist View. View hier. View, hahaha. Mit Emote. Moderator. Zwischendurch. Im Chat. Stefan, was geht? Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie war dein Tag? Was hast du Lustiges gemacht? Und hast du Bratwürstchen mitgebracht? Oh, weg, weg, weg. Mist, ey. Langweiliger Tag. Oha. Oha, warum das denn? Bin ich der Einzige, der einen. Ja, wobei mein Tag war jetzt auch sehr, sehr ruhig. Okina. Ich hab den Kopf gefunden. Ich bin so selten auf dieser Map. Ich fall runter. Ich habe überlebt. Ich bin enttäuscht. Oh. Oh, erstmal durchziehen. Durchziehen. Jawohl. Alles klar, dann vielen lieben Dank für den Lurk, Sevi. Vielen lieben Dank. Und verpartisiere dich nicht. Man weiß ja nie, wo man sich hin verpartisiert. Oh, shit. Du warst beim Arzt und hast korrigiert. Also, aber nicht den Arzt, oder? Entschuldigen Sie, aber das, was Sie letztens angestellt haben. Also, den Arzt korrigieren, oder? Also, I don't know, man kann ja sein. Aber wäre irgendwie weird. Nein, was war denn beim Arzt? Was hat der Böses angestellt? Also, was war denn? Also, außer du willst es nicht sagen, dann sag's nicht. Dann erzähl mir lieber eine korrekte Geschichte vom Arzt. Krass, ich hab überlebt. Scheiße, Donny. Achso, Sprit. Ja, stimmt. Ich erinnere mich. I remember. Zu viele Online-Meetings. Man kann nie genug zu viele Online-Meetings haben. Ihre Diagnose war falsch. Naja, gar nicht mehr so unterwegs. Ach, Maui Waui! So heißt er, lustig. Matsch im Hirn. Oha, und dann noch die Meetings. No one can escape from me! Na, auch nicht du, auch nicht du. No, 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 no. Hauptsache Ding. Jawohl. Ich hab sogar Double Kill gemacht, ey. Er zieht wenigstens. Okay. Muss heute direkt korrigiert werden. Ja, das ist in Ordnung. Das ist der richtige Ansatz. Jawohl! Ha! Finish it, nice. Tatsächlich hatte der Arzt dich beim letzten Mal vergessen. Why not, ne? Voll hart irgendwie. So einfach, eiskalt vergessen zu werden. Schon heavy. Ich glaube, ich werd traurig.
Du bist eingeschlafen irgendwann auch noch. Boah, ich weiß nicht, ich glaube, boah, ich bin. Ich glaube, das hatte ich aber auch mal. Da war ich, habe ich auch eine Stunde lang oder so oder eine halbe Stunde gewartet. Bin ja auch immer mal nachgefragt, was ist denn hier los hier? Ja, wir haben sie nicht vergessen und wurde danach direkt aufgerufen. Ich wurde nicht vergessen. Ich war einfach nur gerade ganz knapp zu ungeduldig. Oh, Belphegor. Belphegor ist, erinnert mich direkt an jemanden, den ich mal kannte. Lustiger Kauz. Bisschen älter als ich. Aber das ist derjenige, der diese interessante Einstellung hat, die Entwickler, die verlangen von uns, das Spiel so durchzuspielen. Und deswegen müssen wir das machen. Und deswegen ist das Spiel schlecht. Zum Beispiel Breath of the Wild mit 900 Crocs. Breath of the Wild ist schlecht, weil es 900 Crocs hat und die Entwickler wollen ja, dass wir die sammeln. No, no, no! Scheiße, als ob. Als ob der mit dem Bull durchkam. Warum geht er nicht tot? Ey, das gibt's doch nicht. Besonders nett waren die auch nicht. Oh, da sind mir die Liebsten, ey. Da sind mir die Liebsten. Aber dann ist auch kein Wunder, wenn dann die Leute weg sind. Wow! No, no. Ich muss hier rüber. Das war nicht gut. Also, kann ich auch verstehen, ey. Oh. 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 Ha. Nie. Okay, ich glaube, ich suche mir mal ein paar gegnerische Spieler. No! Ah, shit, ey. Holla, ey. Na, wenigstens muss ich sagen, dass der Arzt ehrlich ist. Also das hat zumindest einen gewissen. Also wenn er wenigstens ehrlich genug ist, um zu sagen, ja, okay, ich habe vergessen. I'm sorry, es tut mir leid. Wenn es mal passiert, dann ist, glaube ich, in Ordnung. Dann finde ich es, glaube ich, halt so wild. Dann ist, glaube ich, etwas, worüber ich lache. Wenn es häufig passiert und mehr schon ins Unangenehme reingeht. So, am besten noch rausreden. Nee, vergessen. Das ist, glaube ich, schon. Dann geht's ins Blöde rein. Schaut halt. Scheiße, ey. Ich muss noch wegen Impfung anrufen. Ich müsste eigentlich auch noch anrufen, aber. Ja, vor allem, aber das finde ich eh das Furchtbarste, dass das Zeitmanagement manchmal. Ich meine, 20 Minuten warten, 30 Minuten. Und das nur für ein paar Spritzchen. Soll einfach direkt reinpfeffern. Zack, zack, zack. Easy, easy. Ich muss ja immer irgendwann an eine Simpsons-Folge. Oh. An eine Simpsons-Folge denken. Wo der Arzt versucht, eine Spritze zu geben und trifft die Venen. So richtig unangenehm, so. So, wo er dann echt zu 5-6 Mal da reinhaut. Leute, wir müssen das jetzt hier so langsam drehen. Weil es fängt an unangenehm zu werden. Ist unangenehm. Oh, du hast sogar. Okay, sowas finde ich cool. Macht nicht jeder Arzt. Ist den meisten eigentlich, glaube ich, egal. Oder zu alt, dass die überhaupt noch irgendwie Ahnung von Handys haben, aber. Ach, als ob ich nicht mehr gekillt habe. Und sicher gehen, dass du die Spitzen verträgst. Einfach durchziehen. Würde ich, glaube ich, auch trotzdem einfach sagen: Ja, zieh durch einfach. Shit, ey. Schade.
Nein, Quatsch, nee, stimmt schon, stimmt natürlich. Ich glaube, wenn du da umkippst, und ich glaube generell, Medikamente brauchen eine gewisse Einspannzeit. Ich glaube, man darf nie Medikamente nacheinander direkt nehmen. Von daher ist okay. Verstehe das Problem. Jetzt leider, aber es ist trotzdem furchtbar. Aber ich muss sagen, mich stören Wartezeiten nicht so krass, weil ich immer mit Switch dann dahin gegangen bin und dann einfach so gezockt habe. Also beim Warten einfach habe ich dann halt gezockt. Das ist okay. Das ist der Vorteil, dass die Wartezeiten so lange sind. Weil bei einer halben Stunde bis Stunde, dann lohnt sich halt eine Switch auszupacken und loszudaddeln. Wenn man jetzt auf den Bus wartet, 5 Minuten eben nicht. Ich weiß vielleicht auch mal. Hä, hast du das nicht? Hallo, dafür ist die Switch da. Das ist eine Portable Console. Dafür ist sie da. Das ist deren Kaufargument. Hallo, Kinas. Gut, mit Joy-Con Rift vielleicht nicht ganz so cool, aber. Naja. Spielst ungern im Handheld. Da ist halt wie ein Gameboy oder ein DS oder sowas, ne? Das ist halt, das daran gefühlt man sich. Also ich meine, so krass ist jetzt auch nicht so im Handheld, also aber jetzt so für eine halbe Stunde Wartezeit überbrücken oder so, easy. Ah, shit, shit, shit. Schade. Also geht's eigentlich zumindest voll klar. Ich meine, ich habe auch extra eine Zelda-Tragetasche. Ich bin am Überlegen, wer mir die damals geschenkt hat. Ich glaube, das war ein Geschenk. Ich glaube, das war ein Geburtstagsgeschenk von dem Freund, mit dem ich immer am Telefonieren bin. Kann mich aber auch irren. Wenn ja, I'm sorry, Person, die mir die Tasche geschenkt hat. Ja, genau, Haribo. die hatte ich. Das war eines der ersten Dinge, die ich mir damals überhaupt gekauft habe. Die ich haben wollte, so. Dann, deswegen hat, also, die wollte ich eh haben. Und dann hat mir halt. Hat er mir halt die zum Geburtstag schon recht früh geschenkt. Oder so. Nee, gar nicht wahr. Die hat er mir sogar einfach so geschenkt. Das war als Dankeschön, als. Shit. Die abgekauft. Ja, nee, es war ein Geschenk. Nee, das hat er als Dankeschön mir geschenkt. Weil da hat er halt sein erstes Kind bekommen damals. Und ja, mit Kindern und Zeit ist nicht mehr so viel. Und ich war wohl der Einzige, der auch wirklich Rücksicht drauf nahm. Dann auch gesagt hat, okay, dann sehen wir uns halt auch mal eine lange Zeit nicht. Ich sehe das nicht so schlimm. Und das fand er halt nett von mir, dass ich wohl einer von wenigen Freunden ihm nicht, ich sag mal, mich distanziert habe, nur weil er halt weniger Zeit hat. Dadurch. War halt ich halt voll überrascht. Ich hab gesagt, so, ja, das wäre nicht nötig gewesen. Anscheinend fand er das halt schon schenkenswürdig. Oh, no, 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 no. Damit komme ich nicht durch. Shit, shit, shit. Ich
Ich glaube, die Freundschaft mit ihm hält aber auch schon ewig. Fun Fact, ich habe ihn damals auf N+X kennengelernt, weil er auch auf der Wii U Splinter Cell gezockt hatte und habe ich ihn einfach mal angeschrieben und gesagt, hey, du zockst aus Splinter Cell, hast du Bock zu zocken? Ja, und dann haben wir dann eine sehr, sehr interessante Parallele entdeckt. Also Fun Fact ist, gut, okay, es lief gar nicht so mal, aber ich habe ihn einfach mal random angeschrieben, gefragt, ob er Lust hat zu zocken, und es eskaliert in einen Schreibgefecht der Quantität. Wo wir echt über viele wirklich schon fast Briefe an Nachrichten geschrieben haben, was richtig, richtig heavy war. Ah, cool, gewonnen. Ich sollte mich echt häufiger wenig auf das Spiel konzentrieren. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall haben wir halt immense Nachrichten ausgetauscht, riesigen, schon fast Briefe, die über mehrere Nachrichten gingen. Hey, Bolt, schön, dass du da bist. Wie geht's dir, Bolt? Wie geht es dir? Und, ja, fand ich mega cool. Also ich fand, das war schon eine immense Austausch an Kommunikation. So, ich meine, fast einmal am Tag bin ich reingegangen, hab gesehen, ist eine Nachricht, hab ich geschaut, da drei Nachrichten, die einfach mega lang waren, darauf geantwortet in einem sehr ausführlichen und quantitativen Text. Und fand, da gab's wohl, also nicht, er konnte genauso ausführlich schreiben wie ich. Und, ja, dadurch haben wir uns echt, glaube ich, über Wochen, Monate irgendwann, ne, halt auch angerufen und gequatscht halt, um halt eben Splinter Cell zu zocken über Voice. Ja, und dann hat er halt, glaube ich, mal gefragt, ob ich nicht mal Bock habe, so Couchcore ein bisschen zocken und so und vorbeikommen und so. Weil, ich meine, irgendwann habe ich ja, oder man weiß ja auch irgendwann, okay, so weit lebt man ja gar nicht entfernt voneinander, dann geht das voll klar. Komm schon, ey, du bist so. Das war noch damals Zeiten, bevor Corona kam. Nein, nee, sowas zum Beispiel fand ich, ne, vorbei und cool. Und. Boah, holy shit, wie lange kann ich denn jetzt? Echt? Ich bin mir sicher, es geht auf die 10 Jahre zu. Ich bin mir sehr sicher. Ich habe zumindest noch. Boah, ich könnte einfach. Ach, shit. Wie geht es dir, Bald? Wie geht es dir? Und wie war dein Tag heute? Was haben wir denn? So, wir haben dann einfach generell war richtig, richtig. Richtig lange eigentlich dadurch halt auch. Und dann haben wir da auch so häufig gezockt. Mario Kart, whatever. War meistens immer mehr so ein Quatschabend. War nur das erste Mal Gamescom auch. Müsste ich zurückrechnen. Ich glaube 2014. Aber müsste ich auf dem Discord gucken. Shit. Mach ich aber gleich. Das erste, ich glaube, ich habe auf Discord im Cosplay-Channel geschrieben, wann ich mein erstes Cosplay hatte. Und ich glaube, 2 Jahre davor war ich schon auf der Gamescom. Shit. Da sind Mupfeln. Ich sammle Mupfeln. Und wenn ich 10 Mupfeln habe, werden die zu einem Ball. Und wenn ich einen Ball habe, muss ich diesen in das Tor reinbringen des Gegners. So, das ist ein Ball. Und jetzt gerade eben ist das Tor auf. Und wenn das Tor auf ist, dann kann ich noch mehr Mupfeln reinwerfen. So, jetzt kann ich die ganzen Mupfeln reinwerfen.
Aber bevor wir überhaupt die Barriere öffnen, müssen wir erstmal Muffeln sammeln. Sonst fehlt nur noch eine einzige Muffel. Ha! Nice! Sind halt, genau, also hier in Muschelchaos, aka Clamlet, geht es darum, dass wir haben zwei Tore, einmal meins und einmal das von den Gegnern. Die haben diese Barriere und die kann man nur mit einem großen Ball zerstören. Um diesen großen Ball zu bekommen, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man sammelt 10 Muscheln, damit die dann einen Ball des jeweiligen Teams ergeben. Nachteil ist, der Gegner sieht dann, wo dieser Ball ist auf der Karte. Vorteil ist, der Gegner kann nichts mehr mit den Mupfeln anfangen, die dadurch verschwinden. Und diesen Ball muss man damit die Barriere durchbrechen. Und erst wenn man die Barriere durchbricht, kann man noch Mupfeln und Bälle nachwerfen und Punkte kassieren. Mupfeln selbst kann man zwar rumtragen, aber wenn man kaputt geht, dann verliert man halt die Hälfte der Mupfeln. Die fliegen dann auf den Boden, die anderen sind weg. Und die kann man dann halt, der Gegner kann diese einsammeln. Die zweite Möglichkeit, einen Ball zu bekommen, ist, wenn der Gegner die Barriere durchbricht. Dann kriegt man einen Konterball. So nach dem Motto, okay, der Gegner hat gerade einen Ball durchbekommen. Jetzt ist die Barriere wieder zu. Dann kommt, kriegt man zum Comeback halt noch einen Ball. Was man damit macht, ist dann halt wieder eigene Sache. Und das Prinzip ist es halt, die Barriere zu durchbrechen und so viele Mupfeln und Bälle reinzubekommen, bis der Counter auf 0 ist. Der Ball, der wird, die Mupfeln, wenn ich kaputt gehe und habe genug Mupfeln dabei, dann verliere ich, also werden die Hälfte verschwindet, die andere Hälfte landet halt auf dem Boden und ist einsammelbar für jeden wieder. Der Ball bleibt auf dem Boden, aber der verschwindet auch nach einer Weile. Das heißt, wenn ein Gegner ankommt mit einem Ball, muss ich ihn natürlich besiegen, damit er den Ball verliert oder dadurch, und dann muss er kurz verteidigt werden. So wie jetzt hier, der ist, zack, jetzt liegt er auf dem Boden, der Ball. Oder hier, zack, sind beide und jetzt despawnt er so langsam. Jetzt kann der Gegner ihn natürlich einsammeln, hat er nicht gemacht, damit ist sein Ball so langsam kaputt. Den hat er gerade gerettet und damit den Timer wieder zurückgesetzt. Das heißt, man muss den Ball zumindest einmal kurz antitschen, um auch wirklich erfolgreich wieder aufsammeln zu können und den Timer. So, jetzt habe ich hier die Barriere durchgebrochen. Das heißt, jetzt können meine Teammates all ihre Mupfeln reinschmeißen und Bälle und ähnliches. Wir haben aber aktuell keine mehr. Das sieht man oben links, sieht man, wir haben 0, die Gegner haben 4. Das sind die aktuellen Mupfeln, die im Rennen sind. Aber das ist jetzt mehr so halb so viel. Ist by the way der komplizierteste Modus. Das liegt zum einen an dieser Komplexität zwischen wann hole ich was. Gerade im Team ist das super kompliziert, weil man halt zum einen jemanden aussetzen muss und weil das Problem ist, die Bälle erkennt man halt. Man erkennt, wo die Bälle sind. Normalerweise geht es in Splatoon darum, eben ziemlich sneaky voranzukommen, weil wenn ich in der Tinte bin, sieht man mich halt nicht und dann kann ich nach vorne schwimmen und so und ähnliches, aber diese Bälle, die sieht man halt eben. Da ist der Gegner durchgebrochen. Da kommt er mit einem anderen Ball. Die Bälle sind sehr, sehr gefährlich. Die dürfen auf keinen Fall durchkommen. Die sind 20 Punkte wert. Eine Mupfel 3. Fun Fact. 9 Mupfeln sind mehr wert als ein Ball. Ja, die Maxkapazität an Mupfeln sind 9. Weil wenn man 10 Mupfeln hat, verwandelt er sich natürlich in einen Ball. Das sind 27 Punkte, die dann zu 20 runtergehen.
Unser Ball geht. Ah, shit, shit, shit. Okay, jetzt kann er vielleicht. Jawohl, okay, passt, passt, passt. Jetzt müssten die eigentlich nur noch mit Mupfeln rankommen, ne? So. Magst den Modus nicht, ich auch nicht. Weil es einfach sehr, sehr gut. Oh, die sind noch zu dritt. Oh, die haben Disconnect. Ja, gut. Warum ich den Ball nicht selbst ins Tor geworfen habe. Einfach weil ich den Shit, an den Teammate abgeben wollte. Ich wollte eigentlich überlegen, ob ich zu, verteidigen gehe. Ach, wir haben auch einen Disconnect. 3-3. Wollte erst überlegen, ob ich verteidigen gehe. Aber dann habe ich mir gedacht, na, das schaffen die wohl. Der Timer läuft ab. Und habe dann den Ball deswegen abgegeben. Darüber hinaus konnte ich halt, ich glaube, wir hatten, da war ein Pinselspieler. Und der Pinselspieler, der wäre nicht am Sniper rangekommen, der wäre nicht an den anderen so rangekommen. Der wäre nur im Nahkampf gestorben. Ich nicht. Es war dann einfach taktischer, mir den Ball eben zu geben. Ach shit, ey. Aber gut. Und damit die mich nicht sehen. Ich meine, er ist halt eh dann Nahkampf und dann der hat sich kurz versteckt und das hat dann gepasst. Deswegen habe ich kurz den Ball abgegeben. Damit ich aus der Distanz immer die Gegner neutralisieren kann. Ich habe ihn als Köder missbraucht. Jetzt passen wir nur noch auf den Ball auf. Verlängerung geht jetzt so lange, bis der Ball hier weg ist. Genau. Oder die Barriere wieder zu ist. Ist ein super, super komplizierter Modus, gerade im Mehrspieler. Ich muss sagen, ich habe ja damals ein Competitive Team geleitet. Ich fand das super schwierig, da eine gute Strategie zu entwickeln. Die anderen Modi, die sind ein bisschen leichter zu strukturieren vom Team her. Du konntest zum Beispiel, während du zum Beispiel im Turmkampf zum Beispiel, setzt du dir einen Spieler an, der setzt sich auf den Turm drauf. Mehr macht er nicht. Seine Aufgabe ist es, auf den Turm drauf zu gehen und zu überleben. Natürlich ist seine Statistik so, dass er kaum Kills macht und permanent stirbt. Aber das ist halt seine Aufgabe gewesen. So, don't judge it. Während halt dann andere sich darum bemüht haben, ihn zu verteidigen. Eben nicht dafür, dass er so schnell stirbt. Und sowas halt. Würdest du in Splatoon 3 wieder ein Team machen? Nicht competitive, aber ja, wenn jetzt. Also jetzt nicht so krass competitive, weil competitive ist sehr zeitintensiv. Die Sache ist, wenn, dann will ich auch. Aber in der Tat würde ich das cool finden, so ein Team zu erstellen. Splatoon 2 zum Beispiel, ich glaube, da fehlt einfach die Anzahl der Leute. Darüber hinaus ist es etwas competitive zu spielen. Ich weiß, also ich bin mir reizt mittlerweile etwas einfach gut zu können. So dass ich halt mit Leuten so wie Smash, Mario Kart zusammenspielen kann. Ich muss nicht krass competitive-mäßig krass drauf sein. Ist okay, wenn ich besiegbar bin. Aber an sich wäre das cool, in der Tat. Das ist einfach so ein Fun-Team, so, wenn man so ein bisschen spielt. Natürlich setzt es dann voraus, dass man ja auch so ein bisschen immer wieder Splatoon spielt. Ne, deswegen spiele ich ja jetzt Rangkampf oder Ligakampf, um so halt immer ein bisschen on board zu sein.
Aber ja. Was ich machen würde, ist wahrscheinlich, dass das Team-Liga-Match-Gedöns dann auf ein Wochenende zu schieben. Einfach mit der Begründung, Wochenende ist mehr los. Ne, da sind die Leute halt aktiver. Ach, shit. Ja, aber in diesem Modus. Du wärst dabei. Ich meine, ist ja auch, ne, ich meine, das geht ja auch ganz easy im Ligakampf mit Absprachen und ähnliches auch so, was man hier auch hat. Voice Calls, ein bisschen Strategie entwerfen. Ich bemühe mich ja dann auch im Ligakampf so wenig wie möglich groß auf den Chat einzugehen und meistens eher so Calls abzugeben. Ah, shit. Zumindest bemühe ich mich. Ich glaube, das bekomme ich noch nicht so hin. Aber ich bin da leider auch nicht so krass mehr in der Übung. Bye, bye. Zum Beispiel, das sind ja auch Dinge, wenn man beschäftigt, dann müsste man wieder gucken, womit man sich beschäftigt, das ist auch klar. Und ich mache das ja mehr so ein bisschen just for fun. Also ich glaube normalerweise, also jetzt zum Beispiel, wenn ich im Ligakampf jetzt gehe, das ist ja auch mehr so just for fun mäßig. Normalerweise würde ich da ganz anders rangehen mit Leuten, die auch sich eine feste Waffenskill antrainiert haben. Zum Beispiel selbst trainiere, da trainiere ich eigentlich schon zu wenig. Ich weiß nicht, ob ich das in Splatoon 3 intensiver verfolgen kann. Maybe. Ah, shit, ich wollte gerade den Ball entwerfen. An sich könnte man da noch durch. Oh, hat er den echt daneben geworfen. Das ist natürlich auch gut. Oh. Shit, ey. Haben die mich echt erst gekillt? Was wollte ich sagen? Auch das ist ein wichtiger strategischer Punkt hier, by the way. Sowas ist zum Beispiel dafür so Voice und ähnliches ganz gut. Man kann mit dem Ball halt springen. Man kann nicht zum Startpunkt springen mit einer Muschel oder mit einem Ball, weil dann gehen die Sachen kaputt. Aber man kann zu anderen Spielern springen mit den Bällen, mit den Mupfeln. Und das ist dann halt ein strategischer Punkt, weil mich sieht man ja in der Tinte nicht. Das heißt, wenn ich mich in der Tinte verstecke, dann kann ich mich nach vorne schleichen. Mit etwas Glück. Und dann kann mein Mitmate zu mir springen mit dem Ball. Und damit das Risiko ausgehen, halt gesehen zu werden. Ah, shit. Als ob eine Muschel fehlt. Oh, nice. Cool. Ich bin auch super ohne Schuss, mit welcher Waffe ich spielen soll. Ich rotiere zu sehr momentan. Ja, ich glaube, man muss halt, ich zum Beispiel spiele seit Release mit den Dopplern. Ich bin da jetzt so richtig angefixt an den Dingern. Dass ich schon überlege, ob es sich lohnt, wirklich diese zu ändern. Achso, by the way, hat jemand Ahnung, wie das mit dem Monster Hunter Update? Sorry, für Themenwechsel, aber. Gibt es da neue Achievements? Gibt es dort vielleicht neue Achievements oder sind es dieselben? So einfach, damit ich weiß, ob ich da was anpassen muss. Aber ansonsten, ansonsten
Noch nicht angeguckt. Falls wer da sich das zumindest mal angeschaut hat, sehr gerne. Müssten 39 Achievements sein. Ich weiß nicht, ob Shiona oder Vio noch da sind. Bestimmt schon mal Monster da reingeschmissen. Müssten mehr als, ja genau, 39, 38. Was? Shiona? Gibt es neue Achievements in Monster Hunter durch das Update? Das wäre meine Interesse. Shit, shit, shit. Hab ich noch nicht geguckt. Okay. Glaub's nicht. Ach so, kommt auch erst morgen. Okay, so, ich sehe überall Patch Notes und ich dachte, das wäre schon raus. Okay. Stand nicht so. Ja, ich glaube, Achievements sind noch nichts, was groß angekündigt wird. Aber haltet mich gerne dann auf dem Laufenden. Sowas interessiert mich. Keine Ahnung, wieso. Shit. Bye bye. War das gar nicht mein Kill? Oha, eiskalt, ey. Oh, zu viel, keine Tint mehr. Dammit! Achso, by the way, Vorwarnung, vorab, ich glaube, morgen gibt's mal kein Stream. Okay, das mocht er wohl. Morgen. Habe ich mal den Stream mal ausfallen lassen. Bin morgen Abend bei meinen Eltern. Ist ein bisschen. Zum einen schon ewig nicht mehr gesehen, zum anderen Wohnung bequatschen. Ich warte aktuell auf meinen Mietvertrag. Und dann heißt es Let it go. Let's go. Kann, hol dir die Bike Animo und so. Als ob ich. Okay, passt. Mach ich Haribo. Richtig aus. Bitte. Schöne Grüße an Eltis. Was Haribo sagt jetzt. Nee. Da muss man. Um schöne Grüße auszurichten, muss man schon sagen, ich soll schöne Grüße ausrichten. Da muss man. Ja, so viel Mühe muss hier sein, ne? Richtig schöne Grüße mache ich. Und du hast keine Hilfe beim Umzug. Nee, Quatsch. Da ist mir meine Anonymität an Adresse zu verschleiern. Würde mir auch noch fehlen, ey. Wobei zur Einweihung erstmal schaffen würde, wäre schon gut. Aber nein, Quatsch. Oh, nice Ball. Nice. 40.000. Das ist ja schon fast die Hälfte. Also eigentlich 2,5, um genau zu sein, aber ich war. War lustig. Nice. Schlecht. Shit. Ja, aber. Ja, das stimmt, aber das mache ich von meiner alten Adresse aus. Ah, wait, ich muss das ja wiederbekommen, ne? Ich besuche Haribo. Bring ihn das persönlich vorbei. Ich meine, er wohnt ja zum Glück nicht so weit entfernt. Also sind zumindest keine 600 Kilometer. Oh, ich mach das in meinen Eingang! Scheiße, okay, vielleicht nicht. Oh, vielleicht doch. Okay, vielleicht doch.
Ja klar, das machen wir. Das machen wir. Wir treffen uns am Hauptbahnhof, ich binde dir die Augen zu. Dann führe ich dich romantisch rum. Und dann überrasche ich dich. Überraschung! Happy Birthday! Überraschungsfeier! Was ist das für ein Scheiß? Das war nicht die Idee, ich will mein Spiel! Ja, und dann weiß ich auch nicht weiter. Mich traurig. Das gruselig. was willst du mir damit sagen? Willst du mir sagen, ich bin gruselig, oder? Ich sehe schon, Matty wird mich irgendwo im Wald aussetzen. Aber wir sind da. Du musst jetzt aber nur noch selbstständig 10 Minuten geradeaus laufen und dann 23 Mal im Kreis drehen. Wenn du mich nicht mehr hörst, ich bin hinter dir. Versprochen. Ich mag keine Überraschungspartys. Ja. Kann ich nicht sagen. Ich muss sagen, Überraschungspartys finde ich deswegen so furchtbar. So, ich glaube eher in der Organisation. So. Ich wollte zum Beispiel meinen Geburtstag gab irgendwann. Oh, da nennt sich wer Splatoon, ey. Naja. Ne, dass ich da, aber Glück. Normalerweise war ich sehr unmotiviert, meinen Geburtstagsfeier zu, Party zu feiern, aber Nex hat es zusammen mit ein paar Freunden organisiert, doch zu feiern, irgendwo eine Cocktailbar. Und hat mich dann doch überredet. Und ne, sie wollte, glaube ich, einfach mit mir mal was trinken gehen. Wo ich dann so, aber es ist ein Geburtstag. Okay. Und dann, tada, Überraschung, wann Leute ist da? Wo ich nicht feiern wollte, ey. Tja, dann seitdem ist es die Ex. Nein, Quatsch. Deswegen nicht, aber. nee, Quatsch, aber. Wäre, glaube ich, unangenehm gewesen, wenn ich zu voll eiskalt durchgezogen. Na, heute kann ich nicht. Shit. Ich hab dir gesagt, ich mag keine Überraschung. Kommt natürlich auch drauf an, kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, wie genau, wofür, ne? Also es gibt bestimmt Überraschungspartys, die ich nicht cool finde. Ich glaube, Geburtstag ist, glaube ich, noch eher harmlos. Eine random Geburtstagsfeier mit keine Ahnung. Nicht Geburtstagsfeier. Shit. Keine Ahnung. So eine Feier zu verbringen. Tada! Hier eine Feier für dich. Wofür denn? Ey, du bist Daddy geworden. Was? Seit wann? Oh, seit 3 Jahren schon eigentlich. Nein, ist nicht, aber. Ach Mann, ey, warum kann ich nicht? Du hast eine gemacht für deinen Verlobten. Ich hab. Seinen besten Freund gesagt, ich will ihn den ganzen Tag nicht sehen und so musste er dann die Garage seines Dads aufräumen und dann Geburt. Nur damit ich alles dekorieren und zwar. Oh. Das ist natürlich auch gut. Einfach random Streit anfangen, ey. Das ist auch gut. Boah, ich will dich nicht mehr sehen. Verlass dein Haus. Hau ab hier. Aber ich hab doch gar nichts getan. Hust es mir zu laut. Nur um. Zu dekorieren. Das ist schon, finde ich, gut. Wäre, glaube ich, am Anfang nicht mein Humor. Ich weiß nicht, ob ich danach drüber lachen würde. Mach das Video, verlauf dich nicht. Nur nicht in den Wald rein. Oh, I see your boots. Und. Oh, shit, ey. Und dankeschön für den Clip, Selina. Dankeschön. Was wurde da nochmal gesagt? Was wurde wo gesagt? In dem Clip? Einfach reinschauen. Dafür sind die da. Nein, Quatsch. Ich hab keine Ahnung, was das hat. Shit, egal, ich hab ihn von mitgenommen, ey. Er hustet echt laut. Ja, weiß ich, höre ich immer. Nervt mich mal. Nein, Quatsch. Aber es wäre schon.
Ich wäre einfach mega feierbar, so einfach random Kleider zu fangen. Ich weiß nicht, ob ich das lustig finden würde. Oh nice! Das ist tief. Scheiße. Los, hol dir meinen Ball! Du bist tot. Ich habe das Gefühl, ich muss schnell, aber mache ich gleich. Dauert noch 2 Minuten. Sollte ich irgendwas überlesen haben, schreib's einfach neu. Dann kann ich es nochmal überlesen. Ich trau mich nicht. Was ist denn los? Pfeffert. Ah, hier sind keine Mopfeln. Oh, doch, da. Bam! Ey, wird doch mal Zeit hier, ey. Wo ist mein Team hier, ey? Hier ist es klar. Boah. Du hast keinen Clip in der Blueshell gefunden. Das heißt, ich habe echt bisher noch keine einzige Blueshell ausgewählt. Das ist traurig. Ich lasse nach. Du bist echt nochmal die ganzen Mario-Videos durch. Boah, krass, ey. Mach lieber meine Statistik fertig, wie der Progress in Cadence aussah. Das bedeutet mir sehr viel. Danke. Du hast mir versprochen. Was man verspricht, muss man auch halten. Ich habe es gestern geschafft. Und ich will meine Statistik jetzt haben. Und wenn du die in deine Masterarbeit einfügst, wird das auch irgendwie schon sehr, sehr cool. Warum schreib deine Doktorarbeit darüber? Also, falls du Doktor machst, aber es wäre witzig. Das alte Haribo könnte man gar nicht ernst nehmen, einfach. Ich meine, stell dir mal vor, so eine Haribo an der Universität. Ja, ihr dann. Ja, zu spät, er hat das toll gemacht. Hätte ich das mal gewusst, ey, dass ich jammern muss dafür, ey. Ah, gut, bye bye. Ich sehe gerade die Patch Notes. Ah, New Guild Cards Awards will be available. Also es gibt schon neue Achievements. Ich verstehe. Boah, ich sehe das gerade von Bold. Ich wusste gar nicht, dass es solche komischen Bots auf Discord gibt, ey. Also ich wurde noch nie von einem Bot angeschrieben. Wenn du mich schon ernst. Soll dir Motivation schicken, Skyler? Ich gebe dir so viel Motivation zurück, wie ich von dir in Cadence bekam. Payback Time? Nein, sorry. In Monster Hunter Rise Sport, da gibt es wohl neue Achievements. Nein, zieh durch, Skyler. Motivation! Wofür denn genau? Also, wofür denn? Ich kann nur motivieren, wenn ich weiß, wofür. Und viel gejammert wird. Geiler, du musst jammern. Dann, so kann ich nicht. Dann kann ich keine Motivationskraft aufbauen. Oh Mann. Für den Rest des Tages. Ohne Motivation würde ich nur ins Bett einfach gehen. Motivation für den Tag! Wie jetzt schon ins Bett? Also wir haben nicht mal 19 Uhr.
keinen Bock mehr auf irgendwas. Was ist denn mit LOL? Hast du keine Lust auf LOL? LOL ist kacke. Stimmt, mach dein Sport ist kacke. Ja, mach dein Sport. Du hast mir gesagt, ich soll Sport machen. Habe ich nie gemacht. Jetzt musst du es für mich übernehmen. Setze mein, Mathe. Haribo, du sollst dich nicht demotivieren, ey. Keine Lust, kein Wunder, wenn du kalt. wenn du da ins Bett gehst. Oh shit, ey, ich wollte gerade dahin springen. Skyler mag Mathe. Serien schauen ist kacke. Sport alleine ist. Mein Vater ist krank geschrieben, also müsste ich es alleine machen. Ja, gut, Sport. Hä? Das mache ich immer alleine. Das ist easy. Zieh durch. Steh so an. Du hast gesagt, ich darf das, Skyler. Ich darf dich zu Sport hetzen. Ich darf dich dazu. Mit. Und wüsste nicht was, steppert meine Beine zu sehr weh. Hack die Beine ab. Du hast ein Ringfit. Ich wäre ganz alleine. Hä? Ja, aber mein Ringfit. Ja gut, okay, mein Ringhorn spricht mit mir. Der heißt Ringo. Glaube ich. Und zumindest heißt er im Englischen so. Und das ist voll nett von dem. Der unterhält sich manchmal bei mir. Der sagt mir immer, der motiviert mich immer. You can do it! Excellent! Perfect! You can do it! Excellent! Perfect! Richtig motivierend finde ich schön, wenn man mir alle drei Sekunden sagt, wie nice ich das mache. Sowas kann ich gebrauchen. Sowas, darüber freue ich mich immer beim Sport. Jedes Mal, wenn ich mich da rumkrasse wie ein sterbender Wal. Das motiviert mich. Das motiviert mich. Aber hey, hier ist ein Ring! Und Ringe sind rund. Und wenn der Sport rund läuft, ist das doch schön, oder nicht? Willst du morgen nicht ins Büro? Ja, dann mach einfach blau. Easy. Lass dich krank schreiben. Alright, finish it. Fatality. Ich mag auch Mathe, aber nur in den ersten Klassen. Ja. Ja. Oh, ich muss noch eintragen. Ich habe heute Mittag. Ich habe heute Mittag in Animal Crossing. Diese blöde Igeldame. Ich glaube, für noch eine Runde ist keine Zeit mehr. Dann. Deswegen raus jetzt. Bye, bye. Bye, guys.